Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Sesu Simulation. Mein Name ist Sesu und ich heiße dich recht herzlich willkommen zu dem Video der PMDG 777. Ja, lange hat es gedauert, bis der Flieger tatsächlich released wird. Lange haben, glaube ich, viele auch auf diesen Flieger wirklich gehypt gewartet und ja, wir schauen uns jetzt einfach heute in dem Video gemeinsam den Flieger mal an, also das Außenmodell. Was hier einfach auch modelliert ist alles, was bei dem Flieger auch an Abnutzung theoretisch dann vorhanden ist. Wir gehen wirklich auf die Details hier mit ein, machen kurzen Flug dann sozusagen nach unserem Walkaround Richtung München aus Zürich aus mit der Swiss Livery hier und das Ganze natürlich dann auch wie immer über WhatsApp. So, ich würde sagen, wir starten direkt und schauen uns einfach mal den Flieger hier so von außen an. Wir machen einfach mal unseren Walkaround, wie wir ihn sonst auch machen würden und beginnen hier einfach mal bei der Seite vom Flieger. Hier gleich die Static Ports, also wenn man da wirklich hingeht, muss ich sagen, ist es ganz gut modelliert. Wir können mal ein bisschen näher ran. Also man kann es wirklich sehr, sehr gut lesen. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Auch hier oben so, wenn man jetzt schaut, bei der Tür, es ist alles viel besser modelliert worden. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus im Gegensatz zu PMDG, wenn man da wirklich, von der 737, wenn man da jetzt wirklich einen Vergleich zieht, ist das schon sehr, sehr klasse, was hier einfach geliefert worden ist von PMDG. Hier auch so die Fenster, ist alles wirklich scharf modelliert, ja, auch wenn man hier so weiterschaut, ja, wirklich toll gemacht. Dann kommen wir weiter, hier ist im Endeffekt so das Outflow Valve von der, also vom Compartment, wo die ganzen Computer sozusagen drin sind, ist auch modelliert hier. Und wir haben hier auch den Oxygen Crew Discharge, den Anzeiger dafür. Also wenn es hier rot ist, brauchen wir auf jeden Fall die Maintenance. Die müssen sich den Flieger dann anschauen. Ansonsten, was mir positiv auffällt, immer natürlich bei PMDG, ist hier immer Angle of Attack Sensor. Also der ist hier wirklich sehr, sehr gut modelliert. Und der ist auch so weit modelliert, dass wenn ich in der Luft bin, der wirklich auch entsprechend die Form annimmt. Und genauso auch hier mit den Pitot Probes, die sind hier auch wirklich sehr, sehr klasse umgesetzt. Wir haben hier auch in der Front viel Schmutz, wie man sieht. Viele Fliegen wahrscheinlich, die hier draufgegangen sind. Also selbst das wurde hier einfach modelliert. Das sind halt Langstreckenflieger, die kriegen nicht so viel Service, sage ich jetzt mal in dem Sinne, was Waschen und so weiter angeht, wie jetzt vielleicht Kurzstreckenjets einfach. Und das ist hier auf jeden Fall umgesetzt und modelliert worden. Ansonsten kommen wir hier zum Bugfahrwerk. Wenn man hier jetzt mal reinschaut, ist hier oben zumindest nicht mehr sehr, sehr viel. Ein bisschen was sieht man, aber jetzt wirklich nicht extrem viel. Die Landelichter, Taxilichter, Entschuldigung, sind hier wirklich auch sehr, sehr gut modelliert. Die Runway Turnoff Lights, die sind hier hinten drinnen. Das ist anders als bei der 737. Wir haben hier dann die Zylinder auch modelliert von dem Bugfahrwerk. Also da, das, damit sich es halt natürlich auch drehen kann, braucht man hier natürlich hydraulische Kraft. Und diese hydraulische Kraft kommt dann hier über diese Zylinder. Und genauso auch hier wirklich die Reifen sind sehr, sehr schön modelliert. Sehr detailgetreu. Und bei den Reifen ist es auch so, da gibt es bei PMDG jetzt auch eine Abnutzung. Das bedeutet, pro Start und Landung nutzen einfach meine Reifen ab und ich muss hier tatsächlich, wenn ich das anhabe, kann ich natürlich ausmachen in den Einstellungen, aber wenn ich es anhabe, muss ich natürlich hier schon schauen und meine Walkarounds machen und entsprechend dann eben hier feststellen, ob meine Reifen in einem guten Zustand sind oder halt nicht. Ansonsten haben wir hier halt nochmal das Panel, wo die Ground Crew im Endeffekt hier auch agieren kann. Wurde hier auch wirklich sehr, sehr gut und schön modelliert. Es ist alles wirklich gestochen scharf abzulesen. Finde ich persönlich sehr, sehr schön gemacht. Können mal hier schauen. Bei dem Compartment hier. Genau, Electronic Equipment Access Door.
Hier sitzen die ganzen Computer drunter zum Beispiel. Und ist auch wirklich sehr, sehr gut hier modelliert, muss ich sagen. Geradeaus weiter sehen wir hier dann auch weiter in der Mitte des Beacon Light. Ist auch sehr, sehr gut hier auf jeden Fall modelliert alles. Wir sehen hier unsere Inlets weiter vorne von den Packs. Ja, also hier geht die Luft rein und da hinten kommt sie auch wieder raus. Hier hinten kommt tatsächlich auch sehr, sehr heiße Luft raus. Muss man einfach wissen. Deswegen steht hier auch nochmal ganz, ganz groß Hot Air Exhaust. Also aufpassen. Ja, und dann kommen wir erstmal zu dem Herzstück. Die Engines, die GE90s. Also richtig schön, meiner Meinung nach. Sehr, sehr schön umgesetzt. Also wirklich sehr genial. Auch von der Texturierung finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Ja, man hat hier, wie ihr seht, diese ganzen verschiedenen Abnutzungen auf dem Metall auch ersichtlich. Ja, also es ist kein Phoenix-Niveau, muss ich auch dazu sagen. Ja, ist es nicht. Aber ich sage hier auch ganz klar, mir sind FPS wichtiger als dann die komplette Detailgetreue. Ja, beim Phoenix haben sie es gut hinbekommen, dass die FPS noch im Rahmen bleiben. Hier allerdings, wie gesagt, finde ich es total ausreichend. Also FPS-technisch läuft es auch gut. Und ihr seht auch hier bei den Engines jetzt zum Beispiel, wir können hier komplett durchschauen. Ne? Also wenn man hier jetzt einmal drumherum schaut, die sind jetzt so strukturiert praktisch, dass hier der Luftstrom auch durchkommen kann. Und dazu gehen wir mal auf die Rückseite. Dann kann ich euch das nochmal ein bisschen erklären hier. Und das ist nämlich was Besonderes an diesen GE90s. Der eigentliche Luftstrom, der mit Druck rauskommt, ist nämlich hier dieser Part. Also von hier aus dem Ring kommt dann alles raus, was dafür sorgt, dass unser Flugzeug sich in der Luft halten kann. Und nachdem dieser Luftstrom hier rauskommt, wird er über diesen Luftstrom hier ummantelt und sorgt dafür, dass die Triebwerke relativ leise sind. Also eine ganz, ganz geniale Technik, die es jetzt natürlich auch bei vielen Triebwerken gibt, wie beim Neo zum Beispiel. Das Neo-Triebwerk ist ja genauso. Hier spricht man ja dann so von den Manteltriebwerken. Hier oben, wie gesagt, haben wir einmal unsere Landing Lights und die Runway Turn-Off Lights. Ist auch sehr, sehr gut modelliert. Auch hier die Leading Edge finde ich ist sehr, sehr schön gemacht und auch hier diese ganzen Befestigungen, wenn man sich das anschaut, sieht schon wirklich sehr, sehr stark aus. Ja, dann auch ein interessanter Part ist auf jeden Fall hier unsere Reifen. Ich habe mit dem Swissflieger schon einen Flug gemacht und ihr seht hier schon Abnutzungen, ne? So leicht, man sieht es vielleicht, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ne, also man sieht hier leicht, das Profil sieht anders aus als vorne, wo es ganz neu ausschaut. Und ich finde das wirklich einfach mega geil, was hier gemacht worden ist. Die Pins von dem Breakaway Indicator, die waren hier unten, die sind hier hochgewandert mit dem Update. Hoppala, falsche Taste. So, wir gehen wieder hier runter. Jetzt müssen wir nur schnell die Kamera nochmal einstellen. Das passiert mir auch so oft mit dieser Taste hier. So. Genau, also die Reifen nutzen einfach ab. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier ist die Abnutzung nicht so stark wie an diesem Reifen, ne? Wir sehen auch hier schon auf dieser Felge, dass der Bremsstaub hier sich schon abgesetzt hat. Also die Bremsenabnutzung ist hier auf jeden Fall schon vorhanden. Und das Ganze kontrollieren wir dann im Endeffekt hier über diese Pins, ne? Wenn die ganz drin sind, dann wissen wir, aha, unsere Bremsen sind durch. Also wechseln. Die Reifen muss man, glaube ich, schon oft wechseln. Also, ich glaube, das ist gar nicht so selten, dass man die wechseln muss. Aber das muss ich selber noch im Langzeittest eben mir mal noch anschauen. Ansonsten hier diese ganzen Hydraulikleitungen, alles wirklich sehr, sehr schön modelliert. Wir haben hier auch ein bisschen so an diesen Gelenken einfach so, ja, ich sag mal, Verschmutzungen von Öl und alles, was so ersichtlich ist. Also hier wurde schon wirklich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, was die Modellierung angeht. Hier mit den Federn und allem, finde ich, sieht wirklich klasse aus. Hier drinnen ist jetzt noch nicht sehr, sehr viel.
Soll aber noch auf jeden Fall hier alles entsprechend ausgebaut werden mit kommenden Updates, dass da drinnen auch ein richtig schönes Innenleben zustande kommt. Ansonsten, wie gesagt, man sieht überall einfach diese Abnutzung oder den Schmutz an den Flieger und es sieht wirklich toll aus. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Flieger und freue mich wirklich sehr, diesen Flieger auch fliegen zu können. Endlich, es muss ja nicht mal auf Langstrecke sein, aber an sich eben, dass wir es fliegen können, ist schon mal super. Hier ist im Endeffekt unser Tailstrike Indicator, der uns dann zeigt, dass wir ein Tailstrike haben oder nicht. Ja, sobald praktisch jetzt hier dieses Teil nach innen gedrückt wird, erscheint im Cockpit dann eine Warnmeldung. Genau, so viel zum Thema von außen. Von den Tragflächen her, gut, wir steuern ja hier auch mit dem Teil und nicht nur wie bei einem A320 jetzt zum Beispiel hier mit dem Aileron, sondern wir haben halt hier wirklich auch nochmal einen Aileron. Was auch natürlich hier modelliert ist, ist ganz klar unser Engine, sage ich, Fuel Dumping System. Das ist dann hier drüber, also hier drüber würden wir dann unseren Fuel praktisch dumpen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins Cockpit rein. Und wir sind jetzt hier im Cold and Dark Modus. Und dann gehen wir einmal während dem Flug noch die Kabine durch. Und das machen wir dann, während wir in der Luft sind und unseren Climb machen. Jetzt würde ich sagen, bereiten wir unseren Flieger einfach erstmal vor, um fliegen zu können. Dazu gehen wir ins Overhead. Was ich euch natürlich immer empfehlen kann, ist, dass man sich Shortcuts legt für die verschiedenen Ansichten. Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch das FMC und dann auch hier im Endeffekt das Checklist-Panel. Dann habe ich hier noch das Overhead. Dann habe ich hier eben für die ganzen Pages, damit ich die hier sehe, also wie der Status und so weiter ist von den Engines etc. im Lower Display. Dass ich das hier einfach auch nochmal sehen kann, habe ich mir was hingelegt. Auch für das Tablet habe ich mir was hingelegt. Und natürlich auch für die Engine-Ansichten. Kann ich euch immer nur empfehlen. Wenn ihr das nicht wisst, wie das funktioniert, auf YouTube gibt es genug Videos. Ansonsten, wenn ihr wollt, dass ich dazu ein Video mache, kann ich das auch gerne machen. Ist aber eigentlich ganz einfach. Ihr müsst im Prinzip die Ansicht so wählen mit den, also dem Pfeiltasten sich halt hier hin und her bewegen. Ja, und wenn ihr dann die Ansicht habt, die ihr zum Beispiel wollt, sagen wir mal, wir wollen eine Overhead-Ansicht, dann muss man halt hier entsprechend ein bisschen sich halt hin und her bewegen, bis es halt passt. Und wenn man sagt, ja, okay, so sieht das jetzt für mich gut aus, drückt man die Steuerungstaste Alt und dann praktisch über den Buchstaben bei den Nummern 1, 2, 3, 4 und so weiter, also auf welche Nummer ihr euch das halt belegen wollt, könnt ihr euch das dann belegen. So, dann als allererstes, wie gesagt, ich bin noch nicht sehr, sehr familiär mit dem Flieger. Ich versuche immer, das wissen auch alle, die bei mir Abonnent sind, das so detailgetreu wie möglich zu machen oder auch so realistisch wie möglich zu gestalten, immer für euch. Nur bin ich halt auch kein richtiger Pilot, sondern auch nur ein Flight Sim in dem Sinne und zwar mit einigem an Erfahrung, aber trotz dessen halt kein richtiger Pilot und da fehlen mir auch die, sage ich jetzt mal, Procedures oder sonstiges, wo man die halt herbekommt. Was ich gefunden habe, das also setze ich halt jetzt um mit euch gemeinsam. Und als allererstes schalten wir uns hier einfach mal die Batterie an. Sobald wir die Batterie eingeschaltet haben, bevor wir die externe Power mit dazugeben, gibt es ein paar Checks, die wir überprüfen. Das ist einmal, dass hier im Hydraulic Panel die Primary C1 und C2 Pumpe ausgeschaltet ist. Und dass die ganzen Demand-Pumpen ausgeschaltet sind. Wenn wir das überprüft haben, schauen wir, dass die Wipers in der Off-Position stehen. Und dann geht es einmal noch zum Landing Gear, dass das Down ist. Und dann gibt es hier rechts einen Schalter bei den Alternate Flaps. Der muss in der Off-Position stehen. Wenn das alles erfüllt ist, dann können wir hier unsere Ground Power mit dazugeben. Und ich kann euch beruhigen, wenn die Displays hier lange schwarz bleiben, das ist vollkommen normal.
Währenddessen nutzen wir einfach die Zeit und gehen schon mal ins EFB, laden unseren Flug hier schon mal mit rein. Wie gesagt, es wird jetzt kein Tutorial. Tutorials kommen separat nochmal zu dem Flieger. Deswegen wird das alles hier ein bisschen schnell jetzt übersprungen. Wir sind heute die Swiss 688. Kostenex haben wir 75. Flight Level 220. Und vom Fuel her haben wir dann 13,1 Tonnen als Blockfuel. Oder 13,2 knapp. Wir gehen gleich runter, schauen uns einmal an. Passagierzahlen sind mal bei 286, Cargo 6,5, gibt uns einen Takeoff-Weight von 212,3. Zero Fuel Weight sind 199,7. Unsere Route hier komplett einmal. Und dann kommen wir zum Wetter. Zürich 290 mit 9 Knoten, die Runway 28 können wir nicht nehmen, also werden wir über die 32 raus starten. Am 30. zwischen 18 Uhr Zulu, was wir schon haben, und 24 Uhr 300 mit 8 Knoten, also ist die Runway 32 gar nicht so verkehrt. QNH technisch sind wir bei 1017, QNH können wir noch nicht eindrehen, Display ist noch nicht da, müssen wir noch warten. In München 280 mit 9 Knoten, 20 Grad 1013 beim QNH. Ja, Wetter wird etwas windstabiler, ein bisschen windruhiger. Ansonsten, ja, gilt für uns eher hier sogar dieses Wetter hier unten. Unser Alternate Stuttgart 200 mit 3 Knoten, variabel zwischen 120 und 250 mit 16 Grad aktuell, 1015 beim QNH. Sieht auch soweit aber alles gut aus. Dann überspringe ich die NOTAMs. Die braucht eigentlich kein Mensch in der Flight Simulation. Und dann schauen wir uns hier einmal das Ganze an. Also wir haben hier gemeldet auf jeden Fall Turbulenzen bis Flight Level 210. Das heißt, könnte ein turbulenter Flight werden. Und wir haben auch Icing zwischen 100 und 200. Das bedeutet, Flight Level 100 sollten wir unsere NTIs vielleicht anmachen. So, jetzt fahren hier gerade die Displays hoch. Ja, das ist der Ton. Da wisst ihr dann immer Bescheid. Aber in der Zeit, wie gesagt, könnt ihr das ganz gut nutzen hier, um schon mal euch soweit hier vorzubereiten auf den Flug. So, vom Wind her sieht es für uns ungefähr Flight Level 240. Ja, wir werden ein bisschen seitlichen Rückenwind, sage ich jetzt mal, haben. Hier geht es dann Rückenwind über, hier kommt es wieder von der Seite und hier haben wir wieder Rückenwind. Also passt soweit, da sind wir sogar ein bisschen schneller unterwegs als vielleicht angedacht. Gut, das haben wir soweit. Wir zoomen hier mal rein, dass wir das schon mal haben. Suchen uns noch schnell hier die Charts raus. Für die SID müssen wir mal schauen. Deges, Tree Echo, welche ist das? Ne, die ist es nicht. 5 Lima müsste es, glaube ich, sein, oder? 5 Lima dürfte... Genau, die ist über die 32. Das ist die, die wir brauchen. Das war jetzt die 5 Lima. So, die speichern wir uns schnell ab. Approach brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Airport können wir uns hier auch anschauen, aber können wir theoretisch auch auf dem Tablet machen. Brauchen wir eigentlich so jetzt auch nicht. Haben wir das auf jeden Fall schon mal. Arrival brauchen wir die BTOSH. Crew 6. Und dann noch die hier. Genau. So, dann die 26 Left brauchen wir noch. ILS. Und dann sind wir hier schon mal auf jeden Fall komplett prepared. So, Airport sehen wir hier. Deswegen, wie gesagt, brauchen wir eigentlich keine Charts. Wir machen hier unseren Lock Switch aus. Dann können wir uns auch hier rumbewegen. Und dann können wir hier auch schon weitermachen und kurz ein paar Checks machen. So, wir haben hier jetzt angewählt unser Lower Center Panel. Wir können jetzt währenddessen auch, damit wir die Türen einfach sehen, einmal hier dran gehen. Die sind hier alle gearmt in dem Fall schon. Und können wieder in die Mitte gehen und uns einmal das Engine Panel hier anzeigen lassen. So, wir haben 24 und 25 Oil Quantity. Wir brauchen so circa
17 mindestens, wenn wir einen Flug haben, der über 6 Stunden geht, der unter 6 Stunden noch geht oder knapp an die 6 Stunden halt insgesamt die Flugzeit ist. Ansonsten müsste man hier halt Maintenance machen. Wie gesagt, bei mir ist das an, deswegen schaue ich da halt schon drauf. Hydraulik sieht soweit gut aus. Wir haben Quantity von knapp unter einem Quarter hier überall und hier ist sogar auf 1, also sieht gut aus. Dann gehen wir auf die Stats einmal und bei den Stats seht ihr jetzt einmal die Hydraulic Quantity, Oxygen Pressure und da machen wir auch gleich unseren Oxygen Test. Jawohl, geht, sieht soweit gut aus und hier ist auch nichts gedroppt. Für den APU Test, damit ihr da seht im Endeffekt, welche Quantity ihr habt, geht ihr ins Overhead, dreht den Schalter auf On und geht wieder hier runter. Und dann seht ihr hier die Oil Quantity von 7,7, was vollkommen ausreichend ist. Dann können wir die APU wieder ausschalten. Und wenn ihr jetzt mal hier auf die Fuel Pump schaut, wenn ich die APU ausschalte, dann sollte hier die Pressure wieder kommen, das Licht, genau. Und wenn ich nämlich die APU jetzt hier wieder on stelle, dann wird automatisch die Pumpe hier eingeschaltet, damit die APU dann mit Sprit versorgt werden kann, sozusagen. Also ihr seht, es ist schon ein relativ moderner Flieger für die Zeit, wo er gebaut worden ist. So, nachdem wir diese Checks alle gemacht haben, können wir auch schon wieder ins NAV-Display wechseln und gehen dann einmal ins FMC. So, wir haben den richtigen Flieger, unsere Database ist korrekt und die richtigen Triebwerke sind auch dran. Und dann brauchen wir hier jetzt einmal unsere Route. Beziehungsweise, sorry Leute, wir müssen erst noch ins Overhead. Genau, nachdem wir diese Checks gemacht haben, geht es erstmal mit dem ADIRU-Switch weiter. So, die gehen auch mit an. Und dann geht der Voice Recorder an, Emergency Exit Lights und die Window Heats gehen schon mal mit an. So, nachdem wir das alles gemacht haben, gehen wir runter in die FMC oder ins FMC. Gehen auf Ident, Pause Init. Ja, und jetzt dauert es halt, bis es uns das hier gibt. Genau, kopieren uns hier einmal unsere Position rein. Und jetzt ist eins wichtig an dieser Stelle, wenn ihr jetzt eine Route requestet, das ist mir schon passiert, deswegen warne ich euch, lasst es laden. Klickt nicht durcheinander, weil sonst kriegt ihr einen Freeze und ihr könnt nichts mehr machen. Das war bei dem Stream von mir so, dass ich halt vorher dann wirklich abbrechen musste. Deswegen, wenn ihr diese Taste hier gedrückt habt und er hier im Hintergrund dann ladet, wenn ihr auf Select RTE gegangen seid, bitte lasst es einfach. Also, wir gehen jetzt einmal auf Payload, hat er gesetzt. Wir gehen einmal auf Fuel, wir sehen, hat er gesetzt. Und jetzt requesten wir unsere Route. Und jetzt drücken wir wirklich gar nichts und lassen dem Flieger einfach seine Zeit, die er braucht, um diese Route hier einfach zu aktualisieren. Ganz, ganz wichtig, damit spart ihr euch einfach Fehler, die dann passieren können. So, währenddessen können wir hier noch diesen Transponder einmal runterdrehen. So, das Geräusch habt ihr gehört. Er sagt uns jetzt, dass soweit hier alles ready ist. Und dann drücken wir auf Load. So, er ladet jetzt das Ganze noch. Wir warten, lassen wirklich dem FMC seine Zeit, die es braucht. Und erst im Nachgang wirklich machen wir dann weiter. So, jetzt seht ihr, haben wir es drinnen. Wir können schon mal so weit aktivieren und dann ist es hier drin. Na? So, dann gehen wir auf Departure 32 und Degas 5 Lima Departure. Arrival haben wir die 26 Left und die Beta Schwarm Bravo. Und dann haben wir das auch soweit hier drinnen. Wir gehen noch mal kurz bei Lex rein, RTE Data und laden uns hier einmal den Wind rein, damit unser VNAV oder der Flieger auch wirklich sauber kalkulieren kann. Wir gehen einmal noch in den Descent
oder Descent Forecast hier mit rein und laden das Ganze ja auch. So, dann ist das hier schon mal alles drinnen. Wir haben jetzt schon unseren Performance Uplink. Ja. Flight Level 250 hat uns hier sogar gegeben. Ja, können wir theoretisch fliegen. Der Flieger hat, wie gesagt, ziemlich starke Triebwerke. Wir sind jetzt nicht sehr schwer. Das sollte ganz gut gehen. Vom Zero Fuel Weight her. Jetzt kommt das Coole mit dem Tablet. Ne? Das ist jetzt hier. Und ich kann das Tablet jetzt einmal hier hinpacken ans Fenster. Oder ich kann das Tablet jetzt einmal hier hinpacken. Jetzt rufe ich mir hier einfach mein OFP mit auf und schreibe mir die ganzen Daten, die ich brauche, eben raus. Und da haben wir jetzt 199,8 einfach aufgerundet. So, passt. Und dann gehen wir hier auf Akzeptieren. Das können wir noch ändern nach Belieben. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine optionale Geschichte hier. Gut, das Tablet packen wir uns wieder hier hin. Wobei, wir brauchen es dann eh nochmal gleich. Wir kommen jetzt hier in die Takeoff-Berechnung rein. Dazu gehen wir raus ins Performance-Tool. Wir nehmen die Runway 32. Import from Aircraft. Import Weather. Das wäre so die einfachste Variante. Man kann es auch selber manuell alles eintippen. Brauchen wir aber jetzt in dem Fall nicht. So, dann haben wir Takeoff 2 mit 43 Grad. 43, Takeoff 2. So, gibt uns 89, das matcht ganz gut hier. Dann haben wir Flaps 5, CG übernehmen wir, da haben wir 28, das passt. Und dann haben wir hier die Werte 43, passt, 47, Rotate und 54 V2, das passt hier soweit auch. Und dann machen wir die Thrust Reduction Altitude auf 1000 und 1000, Engine Out geht auch auf 1000. So. Dann können wir hier sozusagen die vorhandene Route kopieren. Jetzt muss ich da selber nochmal schauen. Route Copy. Und dann hier rein. Und dann habe ich hier jetzt unter RTE2 praktisch meine Route mit drinnen. Ich kann mir jetzt hier theoretisch dann auch ja, irgendwelche Holdings irgendwo hinsetzen oder dann straight ahead climben und so weiter. Ne? Also die ganzen Sachen kann ich dann hier machen. Wir gehen wieder auf die Lex One Page. Wir machen uns aber einen Fixed Point hier. Und zwar die Runway 32. Und dann haben wir 327. Müssten das gewesen sein. Runway Heading. Schauen wir mal schnell. Bin ich mir jetzt nicht sicher gerade. Gehen wir kurz in die Charts nochmal rein. Departure, Sit, Pint. So. Was haben wir hier? 327, genau. 327 und dann 25 Meilen. Machen wir uns hier einen Radius und dann passt das. So, 167 müsste es ja dann auf der anderen Seite sein. Dann sollten wir hier normalerweise das Ganze auch sehen. Oder auch nicht. Okay, normalerweise zeigt das an. Wundert mich jetzt, dass es nicht anzeigt. Dann machen wir es mal anders. Tippen wir mal hier LSZ A. 327 mit 25 Meilen. Macht das so rum vielleicht dann? Naja, tatsächlich. Also so rum zeigt das. Die Runway zeigt er uns nicht. Okay, gut. Aber wir haben zumindest unseren Radius hier und sehen unsere Engine Out Procedure. Gut, nachdem wir das gemacht haben, sind wir eigentlich auch schon soweit hier durch. Wir haben unsere Engine Page soweit gesetzt. Wir gehen hier auf die Lex Page dann noch. Wir drücken einmal aufs FMC. Wir lassen uns hier einmal die Lex Page und gehen jetzt für uns persönlich nochmal. Wir gehen hier auf Data, Airport. So, und dann gehen wir einmal die Departure Route durch. So. Und schauen, dass wir wirklich hier alles drinnen haben.
Gehen auf Plan-Modus. So, dann machen wir das Ganze hier mal groß. Also, Zulu Hotel 580 above 3500 haben wir drinnen. Zulu Hotel 569, dann haben wir Zulu Hotel 568. Und da haben wir jetzt ein Constraint von 210 Knots mit 5000 above. Dann Zulu Hotel 501. Dann steppen wir hier mal weiter. Danach Momol above 80. Kolul Zulu Hotel 504, Zulu Hotel 525. Deges. So, sehr gut. Dann haben wir das auch alles soweit drinnen jetzt hier. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir hier unsere APU starten können. Und dazu, wie gesagt, können wir die hier mit einschalten und gehen dann einfach auf Start und warten einen Moment. So, während die APU startet, können wir einmal noch schnell den Recall canceln und uns mal anschauen, was hier dann noch so alles da ist und ob das soweit Sinn macht alles. Hydraulic Pressure ist klar, Engine Shutdown auch, Pump Left Aft ist auch klar. Jetzt geht nur die vordere Grad wegen dem APU Start. Brake Source, ja, wir setzen die Parking Brake. Und dann verschwindet das normalerweise hier auch. Okay, ist jetzt noch mit drinnen. Aber das ist jetzt erstmal hier nicht tragisch. Gut, dann. Was haben wir hier für Initial Climb Clearance? Steht da irgendwas drinnen? 5000. Dann gehen wir einmal hier auf die 1000 und drehen uns die 5000 ein. 327 machen wir Runway Heading. Und die Speed geht auch runter hier auf 154. Flight Directors gehen an. So, dann brauchen wir einmal das Ganze in Hektopascal. 1017 ist der QNH, haben wir gesagt. Dann brauchen wir 3500, Engine Out Acceleration 1000, brauchen wir 2400. Die drehen wir uns hier mit ein, damit wir einfach wissen, wann wir, jetzt sind wir schon viel zu weit, damit wir wissen, wann wir praktisch mit dem Flaps Retracten beginnen können. Also bis zu dieser Höhe praktisch, was wir uns jetzt eindrehen, werden wir erstmal keine Flaps irgendwie rausmachen oder so. So, bei der 777 ist das anders als bei der 737. Habt ihr gerade auch gesehen und gemerkt. Und dann sind wir eigentlich hier soweit durch. Ich schaue mal schnell, ob wir irgendwas online haben vielleicht hier. Nee, hier ist nichts online. Wir drehen uns mal die Frequenz ein hier. 1-2-2-8. So, dann können wir hier auch nochmal den Fuel überprüfen, das passt soweit. Die Doors sind auch soweit alle zu und dann sind wir hier auch erstmal soweit durch. So, dann haben wir die Pre-Flight Checklist. Oxygen haben wir getestet, 100% Flight Instruments sind set. Wir haben Heading 327, Altimeters 1017 cross-checked und set. Dann ist die Pre-Flight Checklist hier completed. Before Start Checklist machen wir gleich. Vorher machen wir ein kurzes Departure Briefing. Für uns geht es heute
über die Degas 5 Lima bei Runway 32 raus. Departure Route haben wir uns komplett angesehen, Constraints und so weiter sind alle mit dabei, im FMC überprüft. MSA technisch sind wir bei 5700, auf jeden Fall safe. Und in case of engine failure, straight ahead, so gut es geht. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir hier wegen dem Terrain so gut es geht eben ausweichen, entweder nach rechts oder nach links. Und dann im Kreis von 25 Meilen dann erstmal hier versuchen an Höhe zu gewinnen. Vom Flaps Setting her haben wir Flaps 5, Thrust Reduction haben wir auf 43 Degrees, Derated Takeoff 2, gibt uns V1 143, V-Rotate 147, V2 154. So, vom Pushback her und Taxi erwarte ich Alpha 44 Pushback, Face to the West, dann geht's über November, Foxtrot, Inner, Kilo, Cross Runway 28, über Hotel 3, was ist der daneben, beziehungsweise hier halt auf die Runway 32. Genau. So, dann haben wir soweit alles besprochen, was den Departure angeht und das Taxiing angeht. Was uns jetzt noch fehlt, ist einfach das Emergency Briefing. Unter 80 Knoten brechen wir wirklich für alles den Start ab. Über 80 Knoten nur noch, wenn der Flieger nicht mehr flugfähig wäre oder nicht mehr sicher flugfähig bewegt werden kann. Bei V1 oder über V1 rotieren wir und schauen, dass wir irgendwo dann ins Holding hier gehen können. Und Terrain ist auf jeden Fall ein Problem bei unserem Abflug und deswegen werden wir das Terrain Radar auf jeden Fall mit anhaben, um hier das Ganze zu überprüfen. Und wir informieren hier auf jeden Fall ATC, wenn was online ist, ansonsten eben Unicom, dass wir hier im Mayday zurückkehren müssen. So, damit sind wir dann auch schon soweit durch. APU haben wir gestartet, die hydraulischen Pumpen gehen jetzt mit an. Und dann starten wir diese zuerst und gehen einmal so rum. Seatbelts gehen mit an. Logo Lights gehen mit an. Fuel Pumps gehen hier mit an. Und dann sind wir hier soweit fertig mit dem Setup. Das Ticker System geht auf Xponder. XPDR praktisch. Und dann sind wir soweit ready für den Pushback. Wir machen unsere Before Start Checklist noch. Flight Deck Door ist closed. Wobei wir noch kurz die Ground Operations machen müssen. Einmal Remove Chocks. Müssen wir erst releasen. Okay, die ist schon released. Remove Chocks. Doors sind alle geclosed. Passt. Perfekt. MCP checken wir. V2154, Heading 327 und Altitude 5000 Feet. Takeoff Speeds 143, 147, 154 is set. CDO Preflight is completed. Trim müssen wir uns noch setzen. Jetzt haben wir hydraulischen Pressure drauf. Und dann gehen wir hier auf 5. Perfekt. Dann nehmen wir das hier. Trim is set, Taxi and Takeoff Briefing confirmed, standing by bei den Beacons. Beacon geht mit an. Und dann ist die Checklist auch soweit completed. So, wir releasen die Parking Brakes und holen uns einmal die Engine-Seite hier. Das geht noch auf RTO. So, dann sind wir startbereit. Beim Engine Start gibt es auch eigentlich nur die Besonderheit, dass wir auf Oil Pressure schauen müssen, während AGT einen Rise-Up hat.
Das wäre so der einzige Faktor, wo wir abbrechen müssten. Aber wie gesagt, dazu dann mehr in einem Tutorial. Heute geht es einfach mal darum, den Flieger anzuschauen, um zu fliegen. Und nachdem wir oben die Taste gedrückt haben, geht sofort der Fuel Control Switch in die Run Position. Dann würde ich sagen, hören wir uns doch das Ganze mal von außen an. So, einmal durch die Flieger durch. Oh ja, hört sich schon geil an. Also sehr, sehr geil. Hört sich wirklich sehr, sehr cool an. Sehr, sehr cool. So, wir starten Engine Number 2. Zack. So, Parkbremse ist gesetzt. Dann sagen wir denen gleich mal, dass wir einen guten Engine Start hatten, damit wir hier auch schnell wieder rauskommen. So, EGT Rised Up, wir haben Oil Pressure, der auch höher geht, also passt soweit alles beim Engine Start auch. Sehr schön. So, dann brauchen wir einmal unsere Checklist. So, wir schauen auf den Recall. Wir haben nur das TCAS off, was vollkommen normal ist. Wir fahren noch die Flaps 5. Machen unseren Flight Control Check. Dazu holen wir uns jetzt einfach auf unsere Seite hier die Flight Control. Aber nicht in die Mitte, da sollte die Checklist bleiben. Okay. Mag er nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die... Das Schalter hier. Ah ja, genau. Flight Controls. So, bei den Flight Controls nicht hastig, sondern wirklich langsam. Langsame Bewegungen innerhalb von 6 Sekunden von vorne nach hinten und von hinten nach vorne wieder. Weil ansonsten könnte man hier theoretisch im Hydrauliksystem einen Fehler verursachen. Und das möchten wir ja natürlich nicht. So, sehr nice. Und dann wirklich langsam. So, damit ist das Ganze auch hier beendet. So, wir haben den Pin gesehen. Die geht auch schon weg. Und dann können wir die Before Taxi Checklist. NTIs ist check, Recall ist check, Flight Control ist checked, Ground Equipment ist clear, Before Taxi Checklist ist completed. We standing by der Before Takeoff Checklist und danach geht es jetzt erstmal ins Taxi. Und dann sagen wir schnell hier auf Unicom Bescheid, wie wir Taxi wollen. So, wir sind hier hinten. Unicom, good evening. Swiss 688, Zurich Traffic, is taxiing via November, inner Kilo to holding point runway 32. So, haben wir gemeldet. Runway Turnoff, Lights gehen mit an. Parking Brakes releasen wir. Und jetzt müssen wir wirklich ganz, ganz wenig Schub geben und der rollt schon von alleine dann dahin seines Weges. So 230 bis 235 reichen da vollkommen aus. Oder so um die 240 rum halt, dass der sich bewegt. Das ist halt beim Throttle Quadranten etwas schwierig, das komplett immer einzustellen.
So, traffic, showing 23 Echo Charlie, vacating runway 14 via Hotel 1 and taxiing to gate via Hotel 1, Hotel Kilo, holding short of runway 28, crossing, then continuing via Kilo and Inner Alpha. Showings 23 Echo Charlie. So, vielleicht noch eine Bemerkung zusätzlich zum Thema Reifenabnutzung. Die Reifen nutzen halt, umso schneller man sich am Boden bewegt, desto schneller nutzen die auch ab in Kurven. Deswegen schaut mit der 777 drauf, dass ihr vielleicht nicht über diese 7-8 Knoten in Kurven kommt. Einfach nochmal hier ein gut gemeinter Rat. So, hier gehen wir jetzt weiter über November. Wie geplant, wir gehen ein bisschen mit der Nase nach vorne raus. Wir haben hier noch ein Gebäude, da wollen wir nichts streifen oder so. So, und jetzt gehen wir langsam in die Kurve. Und dann sollte es so auch relativ gut passen. So, die Cabin ist schon ready, haben wir bekommen die Meldung. So, und ihr seht die Kurve halt wirklich mit diesen 7 oder 8 Knoten und nicht mehr nehmen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass eure Reifen sehr, sehr schnell verschleißen werden. Ja. Das habe ich bei dem ersten Kurzflug einfach mal getestet mit dem Flieger, wo ich dann etwas schneller in die Kurven bin, um einfach mal zu sehen, ob diese Reifenabnutzung tatsächlich da ist. Und ja, die ist definitiv da. Ne? Also habt ihr jetzt ja auch beim Walkaround gesehen. Ansonsten, wenn wir jetzt hier rein sind, möchte ich euch gerne noch was am Fenster zeigen. Hier zum Beispiel den Stift, den kann man auch schön drücken. Weiß nicht, welchen Sinn das hat. Vielleicht kommt da noch irgendwas mit einem Future Update. Durch Traffic, showing 23 Echo Charlie, crossing runway 28 okay. Kilo. Durch Traffic. Also so viel sollte hier nicht gebremst werden. So, jetzt beschleunigen wir mal schnell nochmal. Und dann gehen wir jetzt voll in die Kurve rein hier. Okay, da ist jetzt auch ein 777. Das ist halt leider kein 777 Gate hier. Aber natürlich stellen die sich halt wieder. Okay, dann müssen wir jetzt auf den warten. Swiss 68 on inner taxiway waiting for the Eurowings traffic for taxiing to the gate. So, dann machen wir hier die Taxi-Lights schon raus. Geben wir die Parking Brake hier mit rein. Dann kann ich euch das mit dem Fensterschild zeigen. Und zwar geht hier auch das Fenster auf, indem wir da draufklicken, den Hebel hier umlegen und dann müssen wir einmal hier mit der Kurbel unser Fenster aufmachen. We'll be choosing Alpha 3, so we'll secure the parking position. Roger, thank you. Swiss 68. Okay, und dann machen wir es wieder zu. Parking Brake releasen wir. So, Taxi Lights gehen mit an, die Runway Turnoff Lights gehen wieder mit an und dann geben wir ein bisschen Schub. So, Elnav und Wienav können wir uns auch schon armen. Vorher. So, FS Realistic habe ich noch vergessen einzuschalten. So, also die 777 hier tun wir jetzt mal ignorieren. Weil die dürfte tatsächlich gar nicht dort sein, wo die jetzt steht. Oder wir gehen jetzt über Alpha raus. Was jetzt nicht typisch wäre, aber gut, wir gehen jetzt über Alpha raus. Und machen dann hier weiter über... Also Juliet und dann Alpha und dann über Kilo. Genau, so machen wir das.
So, dann geht's einmal hier rechts rum. Gehen ein bisschen weiter raus und dann fangen wir langsam an, hier reinzulenken. So. Hier auch nicht wundern, das sieht so aus, als ob man da im Gras wäre oder so. Ist aber definitiv nicht der Fall. Ihr seht es. Es sieht schlimmer aus, als es dann ist, ja. Also das Bugfahrwerk ist ungefähr so hier, kann man sagen. Deswegen sieht es manchmal so aus, als ob man schon auf dem Gras fahren würde, obwohl es noch nicht so ist. So, CPTSC-mäßig ist leider jetzt nichts da. Kurzes Wort zu dem Update, was jetzt gemacht worden ist bei PMDG. Es soll jetzt wohl so sein, dass die Parking Brake, da hatten ja manche Probleme damit. Sprich, wenn die einen Flug gemacht haben, die Parking Brake gesetzt haben, ging es anscheinend nicht mehr, dass die hier nochmal taxeln konnten. Das wurde hier behoben. Es hat aber anscheinend auch nur die Leute eher betroffen, die nicht die realistische Variante genutzt haben von der Parking Brake, sondern die einfache Variante, wo man wirklich nur diesen Hebel hoch und runter zieht, sozusagen. So, Runway ist clear, es wurde nichts gemeldet. Oder fahren wir rüber. So, und dann machen wir direkt einen Rolled Takeoff. Wir preparen uns soweit schon mal, damit wir keine Zeit verlieren. So. Und dann geht Terrain mit an hier. Hier vorne ist unsere Runway. Zurich Traffic, Swiss 688 is lining up on runway 32 for departure. Swiss 688 is lining up on 32 for departure. Zurich Traffic. So, ich wiederhole es lieber einfach nochmal, damit hier auch jeder weiß, was Sache ist. So, ich glaube, hier die Gates sind eher die Heavy Gates tatsächlich. Muss ich mir mal merken, dass wir auf dieses Apron hier gehen. Bis nächste Mal. Das ist dann das Dock E. Genau, das nächste Mal gehen wir da drauf. Und dann haben wir die Before Takeoff Checklist. Flaps 5 ist set. Und dann sind wir hier soweit fertig. Dann können wir uns die Engine Page nochmal hier einblenden. Und dann rollen wir hier gemütlich jetzt auf die Runway. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, dass wir auch hier gerade dann rauskommen. So, wir bremsen mal runter so auf 6 bis 4 sogar Knoten. So, und jetzt normalerweise sollten wir dann mittig auslaufen auf der Runway. Aber jetzt schauen wir mal. Ja, glaube nicht ganz, oder? Ja, doch. Sieht sogar ganz gut aus. So, dann würde ich sagen, Takeoff. Engines lassen wir ein bisschen spoolen. So, stabilized. Takeoff. Clock geht noch mit an. Setting stimmt hier nicht. So, dann ziehen wir leicht an unserem Yoke und rotieren wirklich langsam. Wir haben sehr, sehr langen Flieger, das dürfen wir nicht vergessen. So, 3, 1, 4, so, jetzt da. So, LNAV, VNAV ist gearmt. Und dann fliegen wir das Ganze von der Hand.
So, wir gehen auf Flaps One. So, und dann würde ich sagen, machen wir mal den Autopilot hier an. So, wir haben hier den Speed Constraint, das heißt, die Flaps One können wir noch nicht einfahren. Dürfen wir noch nicht einfahren. So, wir geben uns aber hier auf jeden Fall schon mal 250. Da klären wir uns jetzt selber einfach. So, bei Flight Level 100, wenn wir in den Wolken drin sein sollten, brauchen wir jetzt auf jeden Fall die NTIs, die sind auf On gestellt. Auf Auto. Wir stellen die jetzt einfach hier mal auf On. Auch die Wing NTIs. Die Turn-off Lights und Taxi Lights können wir ausmachen. Schon mal. So, dann geht es durch die Wolken einmal durch jetzt. Und dann schauen wir einmal die After Takeoff Checklist. Ja, okay. Also, es reicht, wenn wir die in Auto haben, auf jeden Fall. Ansonsten kriegen wir hier eine Fehlermeldung. So, Standard Set. Und wir sind immer noch bei den 210, leider Gottes. So, Terrain ist kein Effekt mehr für uns. Weather Radar geht mit an. Weil die PMDG hat ja auch ein Wetterradar, ne? Die 777 finde ich richtig geil, dass man es einfach mal jetzt hat. Traffic. Traffic. Okay, wir gehen nur auf TA. Und weiter. Ist wirklich immer, wenn ich ein Video mache, kommen solche Situationen. Ansonsten nie. Ist echt ein Phänomen. Okay, Flight Level 100. Die Landing Light gehen aus. Wir lassen noch die Seatbelts mit an. Okay, Clear of Conflict. Und dann gehen wir wieder auf TARA. So, dann müssten wir jetzt eigentlich langsam, genau, die Geschwindigkeit höher haben auch. Das heißt, Flaps up. Und dann ist die After Takeoff Checklist auch completed. So, relativ spät muss man sagen. Liegt halt aber auch daran, dass wir mit einem Heavy Aircraft einfach noch die Flaps halten mussten. So, dann ist das erledigt. Die Seite können wir uns so offen lassen noch. Dann würde ich gerne noch auf eine Neuerung hier kommen. Und zwar sehen wir hier jeden Wegpunkt. Schauen wir mal, ob man es so besser sieht. Nee, das kommt auf dem Video leider nicht so gut rüber, glaube ich. Versuch's mal so. Genau, also hier seht ihr wirklich auch beschriftet sozusagen die ganzen Wegpunkte, die jetzt auf der Route hier sind, ne? Also wir können hier dann wirklich einmal komplett durchgehen und unsere Route sozusagen anschauen. Genau, also ganz, ganz cool gemacht, muss ich sagen, vom PMDG. Gut, wir haben tatsächlich nicht sehr, sehr viel Zeit. Wir öffnen uns schon mal hier diese Page auf jeden Fall, dass wir die schon mal bereit haben und dann geht's auch nach dem Top of Climb, denke ich, relativ schnell auch in den Top of Descent. So, wir können uns hier auch ein Direct geben auf. Jetzt schauen wir mal,
Bemki, wahrscheinlich Ost, der dürfte es sein. Ja, gehen wir uns mal direkt. Wir haben nicht viel Traffic hier um uns rum. Dann fliegen wir hier relativ geradeaus. So, dann sollte er hier mal schön climben. Und wir gehen einmal rüber in die Kabine, würde ich sagen. Checken mal ab, was hier so gemacht worden ist. Also es kann passieren, dass sie irgendwie hier auch hängen bleibt, nicht wundern. Genau, also was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass die Türen jetzt armt sind. Wenn die disarmt sind, dann sieht man das auch. Also da bewegt sich dieser Hebel. Das auf jeden Fall schon mal. Hier haben wir schon ein schönes Panel für die Cabin Crew und hier auch die Telefone entsprechend. Ja, dann kommen wir schon in die Business Class hier rein. Sehr, sehr gut modellierte Sitze, muss ich sagen. Finde ich ganz gut gemacht. Ist schick. Und man hat hier dann auch nochmal ein bisschen drauf Wert gelegt und hat hier in die Bildschirme eben airline-spezifische Sachen mit rein modelliert. Hier hinten haben wir auch noch einen Swiss-Schriftzug. Und dann geht es weiter. Hier hinten kommt dann die weitere Business Class. Davor kommt noch die Galley. Die können wir uns jetzt mal anschauen. Die sieht jetzt hier relativ, ja, ich sag mal, nackt aus. Oder ziemlich eintönig aus. Liegt einfach daran, dass hier die Painter etwas einfacher alles drauf painten lassen können dann, ne? Statt erst irgendwie was entfernen zu müssen. Deswegen wird das hier von PMDG so gelöst. Auf die Toiletten oder so kann man nicht, also kann man nichts öffnen. Hier haben wir dann immer noch Business Class. Also ich glaube, das wäre so mein Favorite Seat, glaube ich. Na, von hier aus schön auf die Engine gucken. Und man sieht auch hier, wie die Engine hier wackelt. Das ist ja auch beim realen Flieger so. Also richtig, richtig schön gemacht, dieser Flieger. Also mir gefällt es. Ich weiß, dass manch anderer den Flieger kritisiert hat. Ich persönlich kann mich da nicht anschließen. Ich finde das wirklich toll gemacht hier. Und auch hier die Sitze wieder. Ist wirklich gestochen scharf. Schaut euch das mal an. Richtig, richtig schön. Hier fahren auch die Tische sozusagen von den Armlehnen hier raus. Also ist wirklich alles hier modelliert. Hier hinten kommt dann die Premium Economy. Und dahinter dann die Economy Class. Und wir sehen auch hier oben die Seatbelt Signs. Ja. Die sind auch hier modelliert. Natürlich in der PMDG 777. Und auch die Sounds sind überall anders. Ja. Also die Sounds sind vorne halt anders wie hinten. Also das hört man ja hier auch. Es ist schon ein riesiger Flieger, muss man sagen. Gut, wir gehen zurück ins Cockpit. Wir sind kurz vorm Top of Descent. Wir planen jetzt mal hier unseren Anflug schnell noch. Wir nehmen Flaps 30 und gibt uns 137 plus 5, dürfte man dann so bei 142 sein. Wir schauen uns einmal noch hier unseren Arrival an. So, das geht hier einmal über Betos, über 130, Ottersberg und dann hier self-vectored auf 26 right. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch einen Tower online eigentlich? Oder ist das auch nur noch Unicom hier? Ja, ist auch nur noch Unicom, also vectoren wir uns selber sozusagen rein. ILS technisch sieht es so aus, dass wir die 26 left haben. Final Approach. Decision Altitude oder Minimum 1670. MSA hier rundherum 3700. In case of Mr. Approach, straight, then left, direct Ottersberg und dann hier ins Holding mit einem Inbound von 80
mit einem Inbound-Kurs von 80, so rum. Bei 5000 geht es los mit 3 Grad Profil. Ungefähr, was wir brauchen, sind so 700 bis 800 Fuß. Und die 1670 drehen wir uns jetzt hier schon mal mit ein. Dazu drehen wir unser Minimum Ratchet wieder runter. Die sind drin. Hier haben wir auch soweit alles drinnen. Dann gehen wir in die Performance Calculation nochmal mit rein. Und dann schauen wir mal, was wir hier brauchen. Also 2-6 left, wir müssen so irgendwo in der Mitte raus, sage ich jetzt mal, oder ja, ziemlich in der Mitte raus. Das bedeutet für uns einmal die 2-6 left Import. Wir haben All Operative und dann rechnen wir einfach mal mit 3. Mit 3 sind wir relativ gut in der Mitte. Ich würde hier sogar auf 4 gehen. Weil ich will nicht den Turn hier verpassen. Tatsächlich dann am Flughafen. Weil sonst müssen wir wieder so weit taxeln. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt vermeiden. Wir können mal Autobreak 4 machen. Und kalkulieren einmal. So, und dann sieht das schon besser aus. So, wir kriegen jetzt schon die Turbulenzen zu spüren langsam. Ne? Also es wackelt schon hier ziemlich. So, dann haben wir das auch. Dann schauen wir uns das jetzt mal hier direkt einfach an in München. Was ich meine auf der Runway. Na, wo bist du? Da bist du. Genau, also wir kommen so rein und ich möchte tatsächlich hier bei Bravo 11 raus. Also hier bei dem Taxiway schon raus, wird schon sehr, sehr sportlich oder zumindest bei dem hier raus, damit wir nicht zu weit zurücktaxeln müssen einfach. Ne? Das ist so der Plan einfach und dann schauen wir mal, wie wir damit hinkommen. So speedtechnisch, wie gesagt, 137, also das passt. Gut, dann resetten wir hier einmal die MCP Altitude, wir gehen direkt auf 5000 Fuß. Und machen unsere Descent Checklist. Recall ist checked, alles normal. Und wir haben noch die APU an. Auch nicht schlecht. Notes, Autobrakes sind 4. Landing Data, BRF und Minimums 137 und 1670 feet set. Approach Briefing haben wir soweit auch gemacht. Passt. Cool. Dann rufen wir uns einfach die Engine Page wieder mit auf und dann geht es hier auch schon in unseren Descent gleich los. So, was wir uns noch holen müssten, ist einmal die ATIS. Dann nehmen wir den PMDG Server und Echo Delta Delta Mike für München. Gehen einmal hier auf Airport, Send. Und dann müssen wir einen Moment warten. Dann können wir uns hier die Nachricht aufrufen, sobald wir die bekommen haben. Dann haben wir unser aktuelles Wetter. Oder es mag wieder nicht. Das kann auch sein. Also das war ein Bug, der behoben werden sein sollte. Es ging eigentlich auch bei mir, aber jetzt irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Was mich doch ein bisschen verwundert. Naja, jetzt so. Sehr gut. Wir gehen auf New Messages. Dann schauen wir mal. 1014 ist hier unser Q&H.
27 at 8 knots, fuel clouds 4400, temperature 17. Okay, Information Whiskey. Okay, gut. Passt, haben wir soweit drinnen. Lass mal einfach die Checklist hier wieder mit an. Altimeters, die Checklist arbeiten wir dann bei Flight Level 70 ab. Das ist unsere Transition Level in München. Und dann sind wir auch schon hier im Anflug. Wir gehen direkt auf Ottersberg. So, es passt, dass wir ein bisschen höher sind, weil wir müssen dann hier in den Gegenanflug und dann auf Nelby und dann erst hier rein. In dem her alles gut. So, hier hinten soll ein bisschen Wetter sein. Wie man sieht, von den Turbulenzen sind wir weitestgehend verschont geblieben. Dann können wir nochmal auf die Engines schauen. Nicht, da seht ihr dieses Gewackel einfach, ja, durch die leichten Turbulenzen, die einfach herrschen. Ja, wackeln die sogar ziemlich stark. Also sehr, sehr cool umgesetzt, der Flieger. Ich bin wirklich begeistert. Mir gefällt der Flieger wirklich sehr, sehr gut. Auch so vom Fliegerischen her gefällt es mir sehr, sehr gut. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich nutze den Flieger jetzt tatsächlich aktuell noch mit Landungen, also wirklich mit Auto-Throttle. Manual Flight habe ich jetzt aktuell noch nicht so. Okay, hier haben wir einen Traffic. Aber der dürfte für uns kein Problem sein, der fliegt auch in die Richtung. Kann ich jetzt so aber auch gar nicht sehen. Gut, ansonsten gibt es hier noch die Window Shades. Na, kann man hier mit dazu klappen und auch hier kann ich mir die ausklappen. Genauso hier auf der Seite geht das auch alles. Nicht? Und so klicke ich die halt einfach wieder weg, wenn ich möchte. So, und den kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr wegklicken. Oh, da müssen wir einmal so hinter. Zack. Doch so hier im Cockpit, ne? Also es ist wirklich alles ziemlich, ziemlich cool umgesetzt. Gehen wir mal wieder zu. Also schon sehr, sehr cool gemacht. Also mir gefällt es absolut. Lasst mir mal in den Kommentaren einfach eure Meinung da, wie ihr den Flieger findet. Würde mich mal interessieren. Aber für mich, wie gesagt, absolut genialer Flieger bis jetzt. Klar hat der Flieger noch ein paar Kinderkrankheiten, um Gottes Willen. Hier ist auch wirklich was sehr, sehr Geiles auf die Beine gestellt worden. Und da kann man sowas auch schon mal verzeihen, möchte ich jetzt mal sagen. So, hier fliegen wir übrigens über den Starnberger See. In München, falls den jemand kennt. Man sieht so richtig auch das Gewackel hier von den Engines, was ja auch in der Realität so ist. Also schon geil umgesetzt alles. Ja, da machen die Engine-Ansichten auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. So, hier haben wir ein bisschen aufgetürmtes Wetter. Wir gehen dazwischen durch, Gott sei Dank, aktuell noch, wie es ausschaut. Autobrake 3, nein, wir wollen Autobrake 4. Genau. So, auch diese Soundunterschiede, ne, die man dann wieder hat, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also gefällt mir auf jeden Fall.
Soundtechnisch bin ich mir nicht sicher. Es könnte vielleicht tatsächlich sogar ein Ticken. Es ist vielleicht ein Tick zu elektronisch irgendwie vom Klang her. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau gerade. Ja, das muss ich einfach so sagen. Es ist einfach Meckern auf hohem Niveau. Die GE-Triebwerke hören sich ja irgendwo so an, die General Electrics. Das haben sie schon, finde ich, ganz gut hinbekommen. So, die Engine NTIs sind immer in Auto. Außer wir haben Contaminated Runway. Oder wirklich Icing beim Departure schon. Dann würden wir die Engine NTIs auf jeden Fall in die On-Position stellen. Habe ich mir jetzt gerade noch hier durchgelesen gehabt. Genau, als Info für euch einfach. Also die bleiben immer in der Auto-Position. Außer Contaminated Runway. Das heißt, wir haben viel Wasser unter 10 Grad Temperatur auf der Runway, dann müsste man sie einschalten oder bei Schnee etc. Ne? Genau. So, hier fliegen wir jetzt schon über München drüber dann. So, jetzt reduziert er hier schon. Wir gehen mal auf Flight Level Change. Und dann soll er mir hier schon mal auf 220 reduzieren. Ich helfe ein bisschen mit Speedbrakes nach. Okay, warum er jetzt das macht, verstehe ich nicht. Ist das jetzt irgendwie ein Bug hier, oder? Okay, der Autotrust ist irgendwie raus. Oder wie? Schauen wir mal. Flight Level Change. Autotrust. So. Passt. Jetzt ist es wieder drin. So, nach Ottersberg gehen wir auf Gegenkurs der Landebahn. In unserem Fall dann 80 Grad. Und da drücken wir dann Select hier, den Knopf in der Mitte. So, der soll hier mal mit den 220 descenten. Ein bisschen mit Speedbrakes gibt es Hilfe noch dazu. Die 777 ist ein sehr windschnittiger Flieger. Das muss man halt auch immer so ein bisschen mit einkalkulieren. Das bedeutet, ja, Deceleration wird halt schon ein bisschen schwierig manchmal, ne? Wir bleiben mal auf 70 oder sogar 60 Grad sollten passen, genau. Da sind wir nicht zu weit weg hier. So, dann müssten wir eigentlich schon hier langsam dann München sehen, den Flughafen. Genau, da ist er ersichtlich. So, Flight Level 100, Landing Lights gehen an, Seatbelts sind in On. Ja, und dann sieht es ganz gut aus mit unserem Descent Profile. Wir tun die Speedbrakes mal einfahren. Und descenden hier wirklich mit den 220 Knoten weiter. Dann kommt gleich unsere Approach Checklist. Das
da setzen wir dann einfach den QNH 101 vor. Dann sind wir da auch schon soweit durch dieser Checklist. Nächstes dann die Landing Checklist. Da geht es dann darum, einfach nochmal die Speed Brakes, die Flaps und das Gear. So, Cabin ist ready, das ist schon mal gut. So, QNH setzen wir jetzt einfach schon mal. Und Altimeters 101 O ist set. Und das nächste wäre dann, wie gesagt, die Landing Checklist. Wir haben mittlerweile 136 Knoten. Traffic, dann wäre 3 Alpha Zulu, het VG, de Dremmel, die Sicherheit. Munich Traffic Swiss 688 is about to turning to final of ILS 26 left Munich Traffic. So, dann können wir schon eindrehen langsam gleich. Gehen mal auf 010. So, wir brauchen ein bisschen Zeit, um hier auch die Speed abzubauen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, da ist jetzt ein Traffic. Auf einmal da. Von wo kommt der jetzt? Der ist 2400 unter uns. Da. Okay. Der geht auf das Final. Und der 26 left. Gut, dann fahren wir schon mal Flaps 1. Speed geht runter. Dann reducen wir mal hier aufs Minimum. Swiss 688 Munich Traffic. Is turning to final of 26 left behind the Eurowings traffic. So, wir gehen auf Flaps 5. So, jetzt haben wir gut extended eigentlich. Gehen mal auf 320 ist sogar 300, muss man fast nehmen. Und der Localizer. Ja, jetzt sag, komm. Der Clickspot hier ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. So, von der Speed her sind wir jetzt gut. So, wir aktivieren Approach. Boah, die können schon richtig dröhnen, hey. Gut, also hier haben wir uns echt sehr, sehr gut separiert. Wir haben 5 Meilen Abstand zum Vordermann. Das sollte vollkommen ausreichend sein. Wir sind jetzt schon im Final Approach Speed. Und dann wackeln die hier wie ein Dackel. Wie so ein Wackeldackel hier. Richtig cooler Flieger. Gefällt mir ohne Ende, wirklich. So, dann geht's in Descent über. Wir armen schon mal unsere Speedbrakes.
So, wir haben noch 10 Meilen, das heißt mit den 177 kommen wir jetzt noch weitermachen hier ein bisschen. Wobei der hier schon langsamer wird. Speedbrakes armed. Dann sagen wir Landing get down. Laps 15. Dann halten wir die Speed. So, wir sind clear to land. Der ist schon hier am Landen. Ja, der landet jetzt gleich. So, und wenn wir am Gate angekommen sind, schauen wir mal, ob mit Autobreak 4 hier auch tatsächlich die Reifen jetzt nochmal zusätzlich beansprucht worden sind. Wir können ja mal kurz hier nochmal schnell reinschauen. Und zwar Ground Maintenance. So sehen die aktuell aus. Dann schauen wir mal nach der Landung, wie die ausschauen. So, und Flaps 30 einfach. Zack. Also auch der Flap-Sound. Ziemlich genial umgesetzt. So, dann haben wir 136 mit 20 Knoten von vorne. Dann nehmen wir mal 144. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Referenz. Und die Landing Checklist. Speed Brakes armed, Landing down, Flaps 30. Und dann ist die Landing Checklist hier completed. Munich Traffic, Swiss 688, Short Final, ILS 26 left. So, dann versuchen wir es mal manuell. Von der Speed her sieht es gut aus. Aber wir müssen jetzt ein bisschen runter. Der Wind dreht halt viel. Tatsächlich, ja. Der Wind dreht extrem heute in München. Da ist der Flieger auch so ein bisschen anfällig. So. Wir gehen in Manual Thrust. Approaching minimum. Continue. Boah, jetzt zieht das Fly-by-Wire hier wieder hoch. 100. 50. 30. Komm, nach unten. 20. 10. Oh je, jetzt komm. Also dieser blöde Wind wirklich, der ist so nervig hier am Ende vom Final wieder gewesen. Rechts, links, das bringt halt wirklich den Flieger komplett irgendwie durcheinander, habe ich das Gefühl. So, jetzt ist die Landung doch länger geworden, als ich wollte. Aber okay. Kann man nichts machen. So, off.
TCAS geht in Expander. Landing Lights gehen off. Strobe Lights gehen off. Und dann können wir schon mal die APU starten. So, und der Trim geht in einen normalen Bereich von 4 bis 6. Passt perfekt. So, Flight Director Scan aus. Ja, wir haben halt ziemlich stark jetzt das ganze viel verpasst leider, aber das holen wir jetzt mit ein bisschen mehr Taxi-Speed wieder auf, und dann passt das ja auch. Gut, eine After-Landing-Checklist gibt es nicht, dann kommt eigentlich nur noch die Shutdown-Checklist. Wir machen aber unser Terrain oder Wetter-Radar aus, Airport geht hier mit aus, Data schalten wir aus, Traffic schalten wir aus. Und damit haben wir hier schon mal soweit alles auch aus dann. Expander bleibt noch soweit, bis wir am Gate sind. So, und dann möchte ich jetzt mal wissen. Ah ja, hier ist ein Reifen rot geworden. Seht ihr? Der war ja schon gelb, der hintere ist aber noch gelb geworden. So, und das schauen wir uns jetzt dann mal von außen an. Wenn wir am Gate angekommen sind. Wir können ja mal schauen, wie es von den Temperaturen her ausschaut. Sieht es aktuell ganz gut aus. Also 500 ist jetzt nicht wirklich viel. Dafür, dass wir jetzt mit Autobrake 4 gebremst haben. So. Speeds und Flaps haben wir jetzt vergessen. So, die fahren wir auch noch ein. Dann können wir uns nochmal den Sound anhören. So, hier geht's einmal rein für uns. Also Taxi muss ich mich echt noch dran gewöhnen an den Flieger, das dauert jetzt einfach ein bisschen. So, dann geht es über Charlie 5 weiter für uns. Einmal hier rein. So, dann können wir die Turn-Off-Lights ausmachen. Schauen wir mal GSX. Ja, alles klar. Erst sagt dann Heavy Gate, jetzt sagt er mir, der ist zu klein dafür. Also irgendwas passt da ja auch nicht. Wir parken jetzt einfach hier. So, Taxi Light geht auch mit aus und dann sind wir auch schon angekommen. So, Marshall haben wir nicht, wir haben hier dieses System.
So, und Parking Brake Set, Engines Cutoff. Perfekt. So, Doors, Disarm, Ground Connections, Set the Chocks, Request Release, Ground Power Request. Wo ist unsere Ground Power? Okay, kriegen wir wohl keine, wie so ausschaut. Gut. So, wir gehen mal raus und schauen uns die Reifen an. Aber vorher müssen wir noch die Beacons und so weiter ausmachen. Machen wir erstmal das so. Beacons gehen aus. Die Pumpen können wir auch ausschalten. Hydraulic Pumps gehen in die Off-Position. Und dann sind wir hier soweit fertig. Seatbelts gehen auch off. Passt, dann schauen wir mal, ob wir jetzt... Ah ja, Ground Power Request. Okay, dann haben wir Ground Power auch. Dann würde ich sagen, APU geht aus. So, wir gehen einmal noch hier jetzt raus und schauen uns mal die Reifen an. Ja, also der eine hier ist auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen worden. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Wir schauen uns das nochmal kurz hier an. In dem Tablet, Ground Maintenance. So, der mittlere ist hier rot. Pass auf, jetzt gehen wir mal zu dem mittleren hier. Schauen uns mal den Unterschied an. Wobei der hier doch gut ausschaut. Also ich sehe da jetzt nichts, was da rot sein soll. Ne, also seht ihr da was? Nee, oder? Also der sieht besser aus als die hier hinten tatsächlich. Ich finde, dass der Reifen hier jetzt sogar viel schlimmer ausschaut. Oder der hier als die anderen. Wie gesagt, das müssen wir nochmal hier beobachten, testen einfach, wie das Ganze hier läuft. Also wir haben hier echt immer einen extremen Verschleiß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf der Seite ist es wiederum hier. Ja, also alles in allem wirklich, würde ich sagen, genialer Flieger. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, wie immer, bitte ein Abo dalassen. Die 1000 Abonnenten müssen wir irgendwie erreichen. Deswegen wäre es super, wenn du hier mit abonnierst. Und dem Kanal wird es extrem helfen. Sollte das Video auch wirklich sehr gefallen haben und du sagst, hey, ich möchte den hier so einfach ein bisschen unterstützen, gibt es in der Videobeschreibung einen Buy Me a Coffee Link. Darüber kannst du mich auch unterstützen. Und wenn natürlich die 1000 Abonnenten mal voll sind, wird es auch Kanalmitgliedschaften geben, wo es einfach nochmal den Vorteil gibt, dass Videos etc. Nochmal viel detailgetreuer oder viel detaillierter für euch eingestellt werden. Das dann aber halt auch im Endeffekt nur für die Members. Wie gesagt, hier über diese Ground Maintenance Page könnt ihr dann auch alles im Endeffekt hier handeln. Ja, ihr könnt euer Engine Oil nachfüllen, Hydraulik, ihr könnt die Fire Bottles, die Tire replacen, die Brakes. Also hier könnt ihr wirklich vieles dann eben machen. Ne? In diesem Sinne, danke, dass du eingeschaltet hast heute und nicht vergessen zu abonnieren, wie gesagt. Und solltest du mich auch ein bisschen anderweitig unterstützen möchten, gerne über den Buy Me a Coffee Link in der Videodescription. Ich sage dir vielen Dank und freue mich, wenn du auch wieder im nächsten Video einschaltest. Dein Cezu. Bis zum nächsten Mal.